Ja, das sind doch zwei. Leck, ihr habt aber auch große Städte zum Teil schon. Sieben. Heftig. Und du hast sieben. Okay, du nicht, aber Simon hat neun. Und ich bemühe mich für Nahrung. Naja, massiv. Ich gerade nicht so wirklich. Eben. Ich sag's mal so. Bauernhof, 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 Bauernhof. Algenplantage, mhm. Obstplantage. Okay, ihr seid also ein Haufen von Bauern, ich hab's verstanden. Ja, kann man das ist die Slawische Föderation. Hallo? Also... Mein ganzer Lebensinhalt besteht darauf. Oh, ich habe einen Sonnenkollektor gekriegt von der Sonde. Das ist ja mal sehr sinnvoll. Den habe ich gerade jetzt gebraucht. Ja, aber bei mir war er schwer nötig. Ich glaube, wir haben ihn alle schwer nötig. Ich habe in letzter Zeit... Ich habe in letzter Zeit sehr viele Generatoren gebaut. Das kann ich jetzt ein bisschen staffeln. Lohnt sich. Waiting for Layer. Du baust eine Straße. Ja, diese Runde ist sehr viel zu tun bei mir. Ich merk's. Kommt schon, Jungs, jetzt holen wir uns die Sonne, die uns vorher verwehrt wurde. Von den Aliens. Du baust die Straße hier fertig. Was machst du hier gerade? Du baust den Generator hier fertig. So, was bauen wir denn jetzt? Genau, was baust du? Sag mal an. Nö. Warum nicht? Ich hab nur gerade ausgewählt, was ich jetzt baue. Aber ich werde es nicht sagen. Ich will ja nicht spoilern. Oh, das nehme ich gerne in Kauf. Du weißt schon, dass keiner mitkriegt, was du baust, ja, weil du nicht aufnimmst. Damit ist der Spoiler umso berechtigt. Genau aus dem Grund. Herbert. Nee, es wird nie einer mitbekommen, weil... Doch, er nicht wenn wir seine Stadt eingenommen haben. Ja. Ah, das ist... Siehst du, das ist Mr. XP's Plan, da hörst du es raus. Miep. Meine halt mal schwer gar nicht, aber... Mein Plan ist es... Simon, wir müssen demnächst mal was handeln, okay? Okay. Damit wir nicht, nicht so hinter XP hinterher hinken. Wieso? Ich werde das sowieso nachher überholt. Denke ich nicht. Ich bin gerade total in Panik. Ich muss eigentlich alles auf, keine Ahnung, Wirtschaft setzen oder so. Weil dann heißt es wieder, oh, ich habe jetzt hier den Megazug und denke mir so, oh scheiße. Naja, bis jetzt bin ich ganz weit hinten. Mal schauen, was nächste Runde so ist. Ja. Toll. Wie gesagt, schaut auf mein Score. Ja, ich weiß, du hast ein Wunder gebaut. Und zwar diesen komischen, wie hieß der nochmal? Gentresor. Darum hast du auch einen... All the Gentresors. Und es hat fast nichts gebracht. Also... Du hast 30 Punkte mehr bekommen. Also wenn das heißt, du hast nichts geschafft, dann... Das ist fast nichts, wie gesagt. Ich meine, was soll ich denn damit? Wieso kann ich nicht mit der blöden Stadt handeln? Bauen wir nochmal. Wieso hast du deine Stadt nicht am Meer gebaut? Es ist ein kriegerischer Akt. Meine Stadt ist am Meer. Dann hast du sie zu weit weggebaut. Oh, okay, das war. Also, so wie ich das sehe, hat das Feld keine Produktion und keine Nahrung verloren, als ich den Wald abgebaut habe. Was hast du hingebaut? Einen Generator. Okay. Aber der steht noch nicht. Der Wald ist erstmal abgerissen worden. Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht ist es jetzt neu beim CV, aber eigentlich sollte sich da was geändert Sollte haben. Normalerweise immer noch so sein. Vielleicht liegt es an dem Fluss, der da dran liegt. Wer weiß. Lohnt sich auf jeden Fall. Dadurch habe ich 13 mehr Produktion bekommen. Vom Abbauen von dem Fell. Nomus, könntest du mir sagen, bei diesem Keagungang irgendwie Miasma ist oder so? Weil ich kann nicht mit meinem Schiff da handeln. Da ist... Nein. Irgendwelche Alien-Invasionstrupps? Ich sag's mal so, es ist Wasser, dann ist ein Resilin, da kann man aber über ein Land nicht handeln. Mhm. Und auf der anderen Seite ist einmal Xenomasse und einmal Miasma. Okay.
Muss ich selber da nochmal hin. Und diese Aliens gehen mir gerade echt ein bisschen auf die Pelle. Jo, also seitdem die meinen Kolonisten gefressen haben, sind die sehr ruhig bei mir. Die fletschen wieder bald ihre Zähne. Habe ich auch so das Gefühl. Mal schauen. 7. Wie viele habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was für ein Quatsch. Dann muss ich was anderes machen. Oh Mann, das ist wie die Folter hier. Ich habe einen Plan, aber es dauert einfach nur so lange. Und denke die ganze Zeit jetzt irgendwas wird genau. gemacht. Irgendwas wird gemacht. So geht's mir aber auch. So, was bauen wir zuerst? Es dauert 6 Runden. I don't think so. Oh mein Gott, ein Wurm. Ein Wurm, renn um dein Leben. Da ich jetzt endlich eine neue Stadt habe, kommt wieder ein etwas längerer Zug auf euch zu. Oh, oh. Mal sehen, was ich mache. Oh, Herzklopfen. Bin ich da richtig gegangen? Ja, Gott sei Dank bin ich nicht in die andere Richtung gegangen. Das würde mich jetzt schwer beißen. In den Hintern. Mal sehen, was jetzt kommt. Bauen den, dann bauen wir den, dann bauen wir... So, wie sieht's bei mir aus? Oh ja, eigentlich sieht's gar nicht mal so schlecht gerade aus. Und dann habe ich 6 Gebäude vorwärts gebaut, sehr schön. Und in der nächsten Runde ist die Liste wieder falsch, das muss geändert werden. Ach, ist das jetzt neu? Der Handelskonvoi kommt ja sofort zurück, wenn... Dingens hier. Wenn die Stadt her quasi. Wenn die Stadt, wenn der Außenposten zur Stadt wird, dann kriege ich den sofort zurück. Ja. Cool. Ja. Das gefällt mir. Das wusste ich vorher auch nicht. Oh. Ich trage diese Spannung nicht. Ja, Spannung. Dann lohnt sich das ja direkt. Was willst du eigentlich? Du bist immer noch so viele Punkte vorne. Ja, aber wenn man gerade so ein Projekt hat und dann auf einmal. Dann haben wir einmal einfach. Ja, ich meine, du willst unbedingt, dass es fertig wird, aber es dauert nur so mega lange. Und du denkst jetzt die ganze Zeit, irgendjemand klaut's dir. Wenn man dann auf einmal eine Wurst legt. Das war jetzt nicht so mein, was ich sagen wollte, aber. Das kam mir so vor. So, was kann ich denn hier bauen? Kann ich den vielleicht kaufen? Das wäre doch viel praktischer eigentlich, wenn ich den kaufen könnte. Wie teuer ist der? Nee, bei 3 Runden lohnt sich das nicht. Dann vielleicht Felder? Dieses Feld wäre doch sehr praktisch. Was treibe ich denn da schon wieder für den Schatz? So, jetzt bin ich fertig wieder. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben jetzt ungefähr 2/3 fast schon geschafft. Dann ist Runde 100. 2/3 schon? Ja. Okay. Na, noch nicht ganz. Ja, bis dahin habe ich wahrscheinlich kaum eine Chance, noch irgendwas zu reißen. Dann reiß ich, mach was. Nee, nicht gegen XP's Expansionstheorie. Ich expandiere zurzeit gar nicht. Auf keinen Fall. Theorie. Praxis. Nett formuliert. Ja, so nenne ich das schon. Kannst ja die Folge so nennen. Mr. XP's Expansionstheorie. Ich habe gerade nur 3 Städte und genau. So bis zur 4. dauert das wieder. Professor XP's Expansionstheorie, so werde ich sie nennen. Oh. Ja. Wenn ich das überhaupt überlebe. Bei dem Kollapsen hier. Was treibe ich jetzt hier? Jetzt machen wir nochmal hier was und da was. Drück auf nächste Runde. Hier würde sich doch schwer lohnen, eine Stadt zu setzen demnächst. Ja, dann fahren wir da schon mal hin. Mal gucken. So, ich mach da eine, ja. Kann ich dich noch heilen? Nein, wunderbar. Bestens. Guck ich mir nochmal den Forschungsbaum wunderbar, an. Wunderbar, ich kann ihn nicht heilen, Ja, das heißt also Gesundes. Nicht unbedingt. So. Bei mir schon. Wir haben die besten Spezialisten in Medizin. So, dich darf ich dich jetzt nicht heilen. Warum? Das heißt, du hast es am Leben. Ja! Nächste Runde tot. Was ist eigentlich das hier? Oh, eine verlassene Siedlung.
ich damit was anfangen? Hier ermöglicht den Bauern eine weitere Modernisierung auf diesem Geländefeld. Änderung an diesem Geländefeld minus ein Produktion plus ein Nahrung. Würde ich jetzt da den Wald fällen. Okay. Wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass es an dem Fluss liegt. Möglicherweise. Ja, würde ich sagen. So, wenn wir ganz so. Dein. Nicht zwei am Stück, das ist zu viel. Oh, ja. Ich habe eine sehr schöne Forschung vor mir. Auf die freue ich mich schon die ganze Zeit, um ehrlich zu sein. Sag sie doch einfach. Lecky, ist dir noch gar nichts aufgefallen? Was denn? Mein Erkunde auf Abwägen. Nee, habe ich noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe den auf automatisch erkunden gestellt und der segelt einmal grotzfrech über den Ozean und läuft jetzt bei dir rum. Cool. Cool. Ach, da ist er. Sehr interessant. Nee. Sehr interessant. Ich werde den mal wieder abkommandieren. Vielleicht eine gute Idee. Du gehst weg hier, so. Ich weiß nicht mal, was das ist. Du weißt nicht, was. Ja! Ich lieg falsch! Yes! Ups! Die Ektogenese-Kapsel. Ah ja, da ist sie. Okay, dann forschen wir die doch als nächstes. Das ist nicht gut.